Glück auf zum Legenden-Talk in einer Arena, die ganz, ganz still ist. Ganz anders als am Samstagabend. Was war das für eine unfassbare Explosion, eine Freude, eine Erleichterung hier. Unsere Legenden, Klaus Fischer, Rüdiger Bramczyk. Jungs, war das schön? War das schön? Ja, das war auf jeden Fall schön, wenn man vorher viermal zu null spielt, aber kein Tor macht. Und dann gewinnt man 2-1. Ein ganz wichtiger Sieg, brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, weil man weiß auch, wo der VfB Stuttgart steht. Und auch ein verdienter Sieg, weil in der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft, haben auch zwei Tore gemacht, über außen, was wir immer sagen, über außen, sonst geht es nicht. Und natürlich dann in der zweiten Halbzeit, der gegnerische Trainer ändert sein Spiel. Und das haben die getan und dann kriegt der Ralf leider Gottes so ein Tor rein, wo nicht fallen darf. Das ist nun mal so, weil wenn man dann viele Stunden, 20 Minuten, weiter 2-0, dann hört ja irgendwann auf. Und, aber genau das Gegenteil ist der Fall, wenn man ein Tor schießt in dieser Situation und dann ein 2-1, wo noch fast eine halbe Stunde zu spielen war, ist ein brandgefährliches Ergebnis. Das haben wir selber mitgemacht, wie das war. Wie verhältst du dich? Greifst du weiterhin an? Verteidigst du nur? Das sind solche Sachen, die können oder sind auch des Öfteren schon mal schiefgegangen. Und Gott sei Dank diesmal nicht. Also ich bin sehr, sehr glücklich, muss ich wirklich sagen. Also zum ersten Mal sind wir ja auch mal richtig gut in Führung gegangen und das war ja immer das, was wir auch vorher mal hier besprochen haben, dass wir mal in Führung gehen, dass sie mal ein bisschen ruhiger spielen und. Man hat erst das vierte Mal in der ganzen Saison. Die anderen Male waren gegen Mainz und Bochum bei den Siegen ne, und gegen Gladbach, wo wir dann 2-2 gespielt haben. Also erst das vierte Mal ja, im 22. Spiel. Aber du siehst ja, sobald man mal in Führung geht, da haben wir natürlich auch gut gespielt. Und man muss natürlich auch sagen, unser Publikum war natürlich richtig, richtig, richtig gut. Auch als wir da 2-1 gekriegt haben, hier stand kein Mensch, hier auch hier oben bei uns. In den Logen alle, die standen alle, haben geschrien und gemacht und getan. Natürlich haben sie alle Angst gehabt. Nach dem Patzer, den wir da reingekriegt haben, ja, aber gut, das kann jedem Torwart mal passieren. Aber der Ralle hat vorher sehr gut gehalten, hat viele Bälle weggeschnappt, das muss man wirklich sagen. Und was mich jetzt, also was mich persönlich sehr freut, ist natürlich, dass der Ralle auch anfängt, mit Fußball zu spielen. Das war ja immer so seine Schwäche und ich meine, dass er sich da auch unheimlich verbessert hat. Und ja, das Publikum war am Samstag richtig geil, das muss ich wirklich sagen. Also das hat mich auch wahnsinnig gefreut und ich habe auch nach langer Zeit mal wieder einen Felddienst getrunken, weil ich gesagt habe, Mensch, nachdem sich, muss ich mir mal wieder eintrinken. Und vorne ist es so, der Rale ist nicht auseinandergefallen. Weil wenn man solch einen so Fehler macht, anders kann man es ja gar nicht sagen, trotzdem ist er stabil geblieben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat die Mannschaft merkt, das er auch. Und ich freue mich für ihn, dass es dann so gelaufen ist. Weil letzten Endes, ob wir jetzt 2-0 gewonnen hätten oder nicht, wenn es 2-0 geblieben wäre, wäre nur mein Tipp aufgegangen, den ich vorher in Laola mal abgegeben habe. Ja, ich hatte 3-1 getippt, ne? Also insofern hat mich der Jens Kopfball, der da ja, so knapp daneben genau. geht, ne? Dann noch mehr geärgert, weil das wäre einfach auch die Ruhe gewesen. Ne? Also scheiß auf den Tipp auf Deutsch, aber da hätten wir dann eine der wenigen Chancen, die wir hatten als Entlastung, um das Ding dann zu beenden. Und ja, also für die Zukunft auch mal eine Nummer, die Abwehrspieler müssen eigentlich mal treffen. Ne? Wir haben in fast jedem Spiel eine dicke Chance nach Ecke oder Freistoß, die wir nicht reinmachen. Und ich sage jetzt einfach, ja, das ist ja auch, Jörg, das ist ja auch das, was wir vorher schon mal besprochen haben. Man darf sich nicht nur auf die Stürmer verlassen. Ja? Es müssen auch mal andere Tore machen, egal wie, ob das ein Abwehrspieler oder ein Mittelfeldspieler ist. Das ist meine Meinung. Und ich persönlich habe mich sehr über Labbadia gefreut, dass der sehr defensiv gekommen ist. In der ersten Halbzeit fand ich, der wollte hier eigentlich nur einen Punkt holen. Davon bin ich fest überzeugt. Und in der zweiten Halbzeit habe ich so bemerkt, dass er dann doch ein bisschen offensiver gespielt hat, dass wir da auf einmal doch ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen sind.
Trotzdem muss man sagen, unsere Jungs haben super dagegen gehalten und so, ich habe da nicht eine Schwäche bei keinem gesehen. Sind alle gerannt, haben alle gekämpft und ja, nur so kannst du die Klasse erhalten. Also mit schönem Fußball spielen unten kannst du nicht gewinnen und du musst kämpfen, Ärmel hoch und Vollgas. Und das hat das Publikum ja auch gemerkt, dass die wollen. Und das ist eine gute Voraussetzung jetzt auch für Bochum. Um Tore zu schießen, kann man sich nicht nur auf die Stürmer verlassen. Man hat ja gesehen, die Vorbereitung der beiden Tore war exzellent, muss man sagen. Und natürlich hat auch der Bülter das super gemacht. Das ist ein ganz schwieriger Ball, den man da verwerten muss in dieser Situation. Aber sie haben es nach innen gebracht. Die Flanke von links, die Flanke von rechts. Und ja, da muss mehr kommen. Und es kann man nicht immer sagen, die Stürmer. Nein, alle müssen beteiligt sein. Hört, der Drechsler macht Kopfball durch Flanke von Frei. Ja, und abwechselnd. Einmal der. So muss das sein. Und dass wir nicht auseinandergebrochen sind nach dem 2-1, zeigt, dass wir gefestigt sind. Aber wir haben einen kleinen Schritt gemacht. Und es ist noch ein weiter Weg. Sagen wir mal so, ohne diesen Schritt wird es die anderen vielleicht gar nicht geben können. Insofern war es dann doch ein großer Schritt, aber nur der erste von ganz vielen. So, ja, und weiter geht es natürlich. Und ich habe schon mehrfach heute gelesen im Internet, in den verschiedenen Kanälen. Ich bin so heiß, ich könnte heute schon wieder. Ne, die wollen alle nach Bochum. Gibt es leider nur viel zu wenig Karten. Offiziell 14.000 Anfragen. Keine 3.000, knapp 3.000 gibt es, 2.9, 2.7 oder sowas. Aber ich bin mir ganz sicher, dass da auch ein paar von den Karten, die für Bochum gedacht sind, wieder bei Schalkern landen und dass wir da am Ende mit bestimmt 4.000, 5.000 im Stadion sind und ordentlich Bambule machen. Für Thomas Reis wird es natürlich richtig hart. Ne? Die Rückkehr, bei den Spiegelplakaten haben sie ja schon so ein bisschen gestichelt. Ne? Wir sind Bochumer, weil er mal gesagt hat, als er dann natürlich so lange da war, und das gehört ja zu seinem Leben, das wird er auch nie verneinen, aber dass er, wer ist Bochumer, wenn nicht ich, ne? So. Ja, jetzt ist aber Bochumer, der für Schalke gute Arbeit abliefert. Was glaubt ihr, wie der da empfangen wird? Und könnt ihr das vergleichen mit Situationen, als du damals von Schalke nach Köln und dann nach Bochum, und du musstest ja mal für die anderen da spielen, für die Schwarz-Gelben? Ja, ich kann mich gut erinnern, als ich nach Bochum ging. Ich war wieder im Gespräch, als ich von Köln zurückkam nach Schalke, aber Assauer wollte mich nicht mehr. Und daraufhin bin ich nach Bochum gegangen und hatte noch eine schöne Zeit in Bochum. Aber als wir, weiß ich, ob das das erste Jahr war, auf jeden Fall sind wir nach Gelsenkirchen gekommen gegen Schalke. Gut, am Anfang wurde es ausgepfiffen, dann haben wir, glaube ich, 3-2 gewonnen. Und ich habe zwei Tore gemacht. Und dann, die wussten auch, ich wäre gerne wieder zurückgekommen. Und warum ich nicht zurückgekommen, wussten sie auch. Und dann haben sie meinen Namen gerufen. Das war natürlich sensationell, wo ich nie daran gedacht habe, dass es so ist. Und für Reis spielt ja nicht. Er ist der Trainer. Die Mannschaft spielt ja. Und ich denke mal, dass er das abschütteln wird. Das wird ihm nichts ausmachen. Und er hat eine Aufgabe hier zu erfüllen auf Schalke. Und das heißt jetzt wieder einen Schritt machen in Bochum, wo nicht einfach wird. Die Bochumer zu Hause viele Siege gelandet, auswärts weniger. Und deswegen, ja, ist ein Spiel auf dem Messerschneide, denke ich mal. Ja, also, Jörg, ist ja ganz normal, wenn einer in einem Verein da lange gespielt hat und es kommt jetzt als Trainer, er hat ja auch trainiert und aufgestiegen. Super die Klasse gehalten. Klasse gehalten und dann eben das andere Jahr ging, dann lief das ein bisschen kreuz und quer bei denen, auch so rauf und runter wie bei uns eigentlich auch. Und ja, natürlich, damit muss er aber auch leben. Jeder Verein, wo du warst, und dann kommst du zu einem alten Verein wieder hin, dass die natürlich da nicht begeistert sind, ist doch auch klar. Aber man darf ja auch nicht vergessen, er ist Trainer, er muss auch andere Jobs annehmen. Es ist nicht so unbedingt
wie ein Spieler, der jetzt sich irgendwo, was weiß ich, ins Ausland weit verdrücken kann, auf Deutsch gesagt. Da gibt es auch nicht viele Posten als Trainer, also muss man den Posten nehmen. Wenn der MT um die Ecke ist, ist es einfach so. Und deswegen glaube ich, wie Klaus schon sagte, dass er das abschütteln wird. Und da soll er sich auch gar keine Gedanken darüber machen. Er soll sich aufs Spiel konzentrieren. Er kennt die Truppe da in Bochum. Und er soll einfach drei Punkte mitbringen für uns. Und dann ist die Sache eigentlich für mich erledigt. Aber jeder kann die Tabelle ja lesen. Ja? Und wenn wir 3 Punkte holen in Bochum, ja, da sind wir mit voll dabei. Und die Bochum wissen das auch. Ja, deswegen. Ich glaube, der Druck ist mehr bei den Bochumern als bei uns diesmal. Also, ja, weil kann ich mir gut vorstellen. Haben sie schon abgeschrieben, ja. Auf Deutsch gesagt. Viele. Und deswegen ist dieser Sieg jetzt gegen VfB Stuttgart, wo man gesehen hat, dass man diese Mannschaften schlagen kann, mit Sicherheit hoch motiviert. Und der Reis wird dementsprechend schon die Ansage machen. Ich bin auch mal gespannt, Jörg, Entschuldigung, bin auch mal gespannt, wie Bochum spielen wird. Also ob die wirklich gegen unsere gute Abwehr auch viele Stürmer bringen werden oder ob die wirklich vielleicht sagen, du, nee, das machen wir nicht. Ja, vielleicht so ungefähr wie Labbadia in der ersten Halbzeit hier bei uns. Und das dann in die Hose gegangen ist, das wünschte ich mir am liebsten, wenn wir wieder 2 Tore machen würden, Klaus, und vielleicht auch wieder über außen, ist mir eigentlich egal. Aber da bin ich doch mal gespannt, wie die spielen, die Bochumer. Also da werde ich doch mal ein Auge drauf schmeißen. Ja, ganz wichtig ist ja, also abgesehen davon, du hast es angesprochen, wir können da weiter klettern, sind wir dran, wären wir am Bochum vorbei. Ne? Und seit dem 11. Spieltag sind wir ja Letzter. Das heißt, wir könnten am 23. da wieder runterkrabbeln und schon mal einen höher und vielleicht punktgleich mit dem einen oder anderen. Ne? Stuttgart spielt gegen Bayern zum Beispiel. Genau. Die haben nur die bessere Tordifferenz. Also dann werden wir vielleicht mit denen punktgleich und gucken, was die Hoffenheimer machen. Aber die Nummer ist ja die, wir kommen aus einer guten Serie, einer Positivserie mit einer Stimmung, da passt alles zwischen Trainer und Mannschaft und Fans. Ja? Wir sind eine Einheit und wollen alle nach vorne. Keiner da unten hat so eine Stimmung, keiner hat so einen Zustand. Stuttgart jetzt völlig enttäuscht, die dachten mit dem 3-0 gegen Köln hätten sie die Wende geschafft und dann haben sie hier so eine schlechte Leistung in so einem wichtigen Spiel. Bochum hatte diese 5 Heimsiege in Folge, hat aber auswärts alles immer verloren und jetzt sogar die letzten beiden Heimspiele, ne, Pokal Dortmund und dann gegen Freiburg. Natürlich auch gute Gegner, keine Frage. Sagen, aber wenn du dann auswärts nichts holst und so schwach auftrittst, also wie so Bremen, stabil ist Bochum, ne, nicht, ist das, dass sie die beiden Gegner weghauen konnten. Also da, das sehe ich genauso wie du auch. Also die sind genauso wie wir auch, die warten auf diese Gegner, die sie schlagen können. Das ist einfach so. Alles, was da im unteren 10. Bereich runtergeht, da kannst du auch schon mal die Messer wetzen und sagen, also da können wir was holen. Ich glaube, alles, was über 10 ist, da wird schon ein bisschen enger. Aber man muss abwarten. Also ich glaube schon, dass wir in Bochum eine gute Chance haben, was wegzuholen. Ja, glaube ich auch, dass wir eine große Chance haben, in Bochum zu gewinnen. Aber du kannst dich auf diesem Sieg gegen Stuttgart nicht ausruhen. Es geht jetzt weiter. Und mit aller Gewalt, mit Laufarbeit, mit Einsatz und so weiter. Und dann eben auch mal ein Tor zu machen. Und wenn es mal 0-0 steht, vielleicht kann man auch nicht wie immer, was wir immer machen, frei raus, der Rode rein oder der Rode raus und frei rein, sondern dann haben wir dann beide. Ja? Weil wir Druck machen müssen. Zumal Bochum eben auch defensiv anfällig ist. Die haben also noch mehr Tore reinbekommen als wir, inzwischen sogar schon deutlich mehr und machen in jedem Spiel ihre Fehler. Wenn du da vorne drauf gehst und da vernünftig in den Strafraum reinkommst, dann hast du immer deine Chancen. Das ist mal ganz sicher. Ja, das ist klar. Ich meine, alle, die da unten stehen, stehen unter einem bestimmten Druck. Wir fast ein bisschen weniger, weil uns hat man ja schon abgeschrieben, wir waren schon 6 Punkte dahinter, jetzt sind wir 3 und jetzt haben wir die Chance. Die anderen verlieren die Spiele und gewinnen nichts mehr. Die stehen zu Hause, wissen ja auch, wir müssen zu Hause gewinnen. Und wenn wir gewinnen, sind wir wieder 6 Punkte vor Schalke und kommen vielleicht eine andere Mannschaft rein. Das ist so ein ja.
wie verhält man sich, wie geht man diese Spiele an? Ich bin gespannt, muss ich ehrlich sagen. Ja, das wird ein Ding, das von der ersten Sekunde an knistert. Brennt. Ohne Ende. Ne? Wenn wir mal gucken auf die Rückrunde, wir sind in der Rückrundentabelle, sind wir Neunter und haben 7 Punkte gut gemacht auf Hoffenheim, 4 auf Bochum und Stuttgart und einen noch auf Hertha. Ne? Also, wenn man die Konkurrenten anguckt. Ja, wo Hertha anguckt, natürlich jetzt auf einmal auch wieder gewinnt, komischerweise. Das hätte mich sehr gefreut, wenn Hertha nicht gewonnen hätte, weil die wären dann auch immer noch so ein bisschen der Einschränkung. Wir haben ja immer gesagt, du darfst dich nicht auf andere verlassen. Du musst selbst was machen. Weil wer rechnet mit, dass die da und da gewinnen? Ja? Und auf einmal gewinnen die. Und du verlierst dann oder gewinnst nicht. Ja. Ja, ich bin also immer noch der Meinung, dass man als Drittletzter, wenn man Drittletzter werden soll, wäre natürlich geil, wenn wir eine rüberspringen würden. Aber Drittletzter, das wäre schon klasse, dass wir wenigstens mal noch die Chance haben, drin zu bleiben und nicht sofort runtergehen. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Ja, lass uns einen Schritt nach dem anderen nehmen. Am Samstag ist es möglich, dass wir auf 17 stehen und dann können wir gucken, wer mit wie vielen Punkten auf 16 steht und weitermachen. Ja. Bochum, wir haben schon gehört, du hast da gespielt, hast noch gute Jahre gehabt. Das erste war überragend mit 16 Toren, ne, in der ersten Saison, Bundesliga-Saison für Bochum. Für dich ist Bochum auch was Besonderes, insofern, als du dein erstes Bundesliga-Heimspiel gegen die Bochumer hattest, damals als ganz junger Köttel. Ja. 73, dann im erste Bundesliga-Tor hast du auch gegen Bochum geschossen, im Rückspiel. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, da habe ich gute Erinnerungen dran, das stimmt. Ja, sein erstes Tor vergisst man nicht, ne? Nein, nein. Und auch das erste Mal, dass man so zu Hause gespielt hat, auch nicht. Wie bist du denn da reingekommen? Also ich meine, du bist ja eigentlich der für die Flanke gewesen, aber da hast du eine Flanke verwertet. Ach, ich weiß halt jetzt gar nicht mehr so. Also ich glaube sogar, dass wir unheimlich viel Druck gemacht hatten und und dann fällt da mal irgendeiner vor die Füße. Aber da muss ich natürlich reinmachen, wenn du schon eine Chance hast. Wie der Klaus schon immer sagt, zu viele Chancen darfst du nicht vorgeben, dann triffst du auf einmal nicht. Und so wie am Samstag. Zwei gute Flanken, zwei Tore. Und mehr brauchst du ja auch nicht. Und ich hatte da an dem Tag auch wahrscheinlich ein bisschen Glück gehabt und habe dann auch ein Tor gemacht. Und deswegen braucht man mehr gute Flanken. Man muss versuchen, über außen, es geht über außen, durch die Mitte machen alle zu. Und wenn du über außen nicht vorbeikommst und mal gute Flanken schlägst, eine gute Flanke, einfach einen Ball reinhauen, irgendwo hin, auf die andere Seite, da bringt die auch nicht weiter. Gute Flanken, was sagt man so, eine gute Flanke ist ein halbes Tor, das stimmt. Damals, ne, am Ende 5-2 gewonnen. Du hast das 1-0, glaube ich, in der vierten gemacht. Du hast auch noch 2 nachgelegt. Paul Holz noch, der auch für beide gespielt hat. Und Helmut Krämers haben die anderen beiden Tore gemacht. Und dann haben die Bochumer noch in den letzten 10 Minuten 2 gemacht. Das war dann auch egal. Ne? Nehmen wir mal als gutes Omen mit. Bochumer Stärken ist auf der einen Seite gewesen zu Hause eine gute defensive Ordnung. Die ist aber ein bisschen in Gefahr, weil der Losilla nicht dabei ist. Ne? Der Kapitän, wichtigster Mann, rot gesperrt. Ist immer noch rot, ne? Ja, er hat 2 Spiele gekriegt und das zweite ist gegen uns. Das heißt, der kann da natürlich jemand anders hinstellen, der vielleicht sogar offensiv, Stöger oder wen auch immer sich da ausdenkt, Förster, der offensiv vielleicht sogar ein klein bisschen mehr macht, aber die werden nie diese Ordnung hinkriegen, die Losilla verkörpert hat. Nee, das stimmt. Und vorne die große Stärke natürlich, auf der einen Seite Antwi Adjei, ne? Der ein Tempo hat, das keiner bei uns hat, da kannst du gegenstellen, wen du willst. Da musst du immer eine Doppelung einbauen. Ne? Und der Hofmann, sehr kopfballstark, häufig Zielspieler. Und zu Hause aber ich würde sagen, zu Hause spielt er nicht schlecht. Also der macht viele Bälle fest und die Leute aus der zweiten Reihe kommen und schießen und machen. Also der arbeitet zu Hause meiner Ansicht nach mehr als auswärts. Auswärts setzen die auch viel ein, wenn er nach hinten geht, für Kopfbälle zum Rausköpfen und. Ist ein guter Kopfballspieler. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen drauf aufpassen und ich hoffe nicht, dass der auf die Idee kommt, uns hier abzuschießen. Also dann würde ich als Ex-Schalker, das wollte ich gerade sagen, als Ex-Schalker uns abzuschießen, wäre natürlich nicht so schön. Ne? Damals. Ja, aber ich würde mal sagen, Kopfball stark, ja, Yoshida und Jens sind wir auch. Ne? Und auf die Zweikämpfe Jens gegen Hofmann freue ich mich schon. Ja, deswegen muss man auch bei Standardsituationen, Bälle über außen,
darf man nicht mehr im Raum denken, sondern muss die Leute packen, ja, dass sie nicht frei zum Kopfball kommen können, weil sie sind groß, ein bisschen springen können sie auch. Und da, wenn die dann eher da sind, wird es gefährlich. Deswegen hoffe ich, dass wir weiterhin hinten so stabil bleiben und dass wir vorne was reißen können. Und das eine oder andere Chance wird mit Sicherheit kommen. Und da ist dann wieder die Frage, machen wir die Chance rein oder nicht? Gesamtbilanz, ganz klar positiv für Schalke. Ne? In der Bundesliga ist das 60. Spiel und auswärts haben wir 13 Siege gegen 9 Niederlagen. So positiv ist es, glaube ich, nirgendwo anders. Also ist das schon unser Lieblingsstadion da auswärts, ne? Wenn es darum geht, Spiele zu gewinnen. Wir haben jetzt länger nicht gewonnen, ne? Sprich so und so viele Jahre. Ja. Ja, aber das. Ja, man geht so aber auf jeden bisschen, Fall ne? mit ein bisschen mehr Herz ins Spiel rein. Ja, genau. Der Schalke geht ja auch um die Fans. Ja. Ne? Wenn die Bochumer sind jetzt auch nervös. Die Bochumer-Fans, für die wäre es die absolute Schmach, gegen Schalke zu verlieren. Ja. Das haben sie schon ganz oft getan und das haben die im Hinterkopf. Und deshalb, wenn du da in Führung gehst, Bochum hat jetzt, ich glaube, 14 oder 15 Mal das 0-1 gekriegt und hat alle Spiele verloren in dieser Saison. Ne? Also da in Führung zu gehen, wäre vielleicht noch ein klein bisschen wichtiger als sonst immer. Müssen wir das versuchen. Ich bin also mir sicher, die Jungs werden genau das vorhaben. Und ich bin mir auch ganz sicher, wird der ein oder andere mal treffen, der noch kein Tor geschossen hat für Schalke. Beim Frei wird es irgendwann mal passieren. Und der Jens wird auch irgendwann einen machen. Ja, der Bülter, das war ja ein schönes Tor. Das gibt dem auch wieder Selbstvertrauen. Man hat das auch sofort gesehen. Da kam irgendwie mal so ein Ball von oben runter. Ich glaube, wenn er das Tor nicht gemacht hätte, hätte er sich dann auf dem Schienbein gehauen. Aber da hat er gesehen, zack, hat er ihn gleich runtergenommen. Also da hast du schon gesehen, dass der wieder Selbstvertrauen hat. Und zumal er das Tor ja schon mal gemacht hat hier, ne? Ja, ja. Gegen Sandhausen. Ja, ja. Genau dieselbe Nummer. Also, da hast du schon gesehen, dass der wieder so ein bisschen, ich habe jetzt mal wieder ein Tor gemacht, ich bin wieder da. Ist richtig, richtig gut gewesen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe mich wirklich für die Jungs gefreut. Das haben wir alle und du hast übrigens nicht als einziger zwei oder noch mehr Veltins getrunken an dem Tag. ja, vielen Dank. Ja, ja. Wir haben alle wieder bessere Laune und wir haben alle große Hoffnung für Samstag. Genau. Und Klaus, hoffe, das geht so weiter. Ja. Abi, nächsten Montag sind wir wieder da und reden ja über den nächsten Sieg. Das wäre super. Tschüss und Glück auf.